Guten Morgen. Nach wie fast immer einer ersten kurzen Nacht bin ich jetzt wieder unterwegs. Einmal aufs Navi schauen. Ja, Hermannsdenkmal hatte ich gestern. Deshalb fahre ich jetzt nach Detmold zum Bahnhof. Denke mal, da werden sowieso viele starten, weil sie die Tour hoch zum Hermann sich sparen wollen. Kleine Info mit der Touristiklinie, also dem Bus, kann man im Sommer auch, in den Sommermonaten auch zum Hermannsdenkmal hochfahren, und die Busse, die haben auch einen Fahrradanhänger, also wer die Tour mal nachfahren möchte, aber nicht da hochklettern will, geht auch ganz bequem. Die Abfahrt lohnt sich auf jeden Fall. Da gucke ich mal, dass ich nach Detmold reinkomme. Ja, da hinten ist der Bahnhof. Das spare ich mir jetzt aber. Jetzt suche ich mir hier aber mal erstmal den Einstieg auf meine Route. Irgendwo hier muss es sein. Zieh mir noch eben Handschuhe an und dann geht's los. Den Einstieg habe ich jetzt hier gefunden. Wirklich schön hier. Achso, wer es wissen will, vom Campingplatz hier in die Innenstadt circa eine halbe Stunde mit dem Rad. Also vor allen Dingen schön zu fahren. Das ist noch nicht die Lippe. Wenn ich das richtig sehe, verlasse ich jetzt Detmold. Und das nächstgrößere Ziel müsste Horn sein, beziehungsweise Externsteine. Bin mir jetzt nicht wirklich sicher, was zuerst kommt, aber ich meine, zuerst müsste Horn kommen. Schauen wir mal. Ja, ich habe mich ja jetzt auch nicht so intensiv darauf vorbereitet. Ich habe zwar die Tourenkarte vom ADFC, allerdings ist die Kartentasche für meine Lenkertasche, die da oben drauf kommt, irgendwie was für ein Eimer. Deswegen habe ich die Karte irgendwo hinten in den Packtaschen, weil das hat mich gestern nur genervt. Ständig rutscht da die Karte raus. Das ist nicht Sinn der Sache. Muss ich mal gucken. Und schon sind wir in Heiligenkirchen. Hier gibt es übrigens einen interessanten Vogelpark, wenn ihr da mal Bock drauf habt. Dann mal ein bisschen was zum Höhenprofil. Ja, aber so bis auf den Hermann, also Hermannsdenkmal. Und dann kommt kurz vor den Externstein noch mal eine Stelle, da geht es auch noch mal richtig gut bergauf. Ansonsten
ist die Tour recht flach. Da sind dann nur noch so ein paar kleinere 100 Meter Anstiege, also 100 Meter Strecke. Also sollte da eigentlich kein Problem sein. Ja, ich habe jetzt gerade auch noch mal ein Stück schieben müssen. Das letzte Stück war mir dann doch zu viel. Jetzt müsste ich dann aber auch gleich an den Externstein fahren. Morgens 9:30 in Deutschland. Okay, sonntags morgens. Bin jetzt in Schlangen. Hoffentlich läuft mir hier oder kriegt mir hier keiner über den Weg. Läuft ganz gut heute, würde ich sagen. Bin schon in Bad Liebspringe. Oder zumindest in den Vororten. Da hinten stand Ortsausgangsschild Schlangen, 2 Kilometer bis Bad Liebspringe. Und nach 200 Metern kam das Ortsschild Bad Liebspringe. Ja, okay, Zentrum ist gemeint. Ne? Ja, und wenn ich in Bad Liebspringe bin, dann müsste ich auch den Teutoburger Wald hinter mir haben. Jetzt sollten keine allzu starken Höhenmeter mehr kommen. Geht hier gerade über so eine städtische Fahrradautobahn. Ja, kommst du natürlich auch schnell vorwärts. Ja, die Route führt auch hier durch den Arminiuspark in Bad Liebspringe. Eine Lippequelle, 300 Meter. Hier bin ich an der Lippequelle. Ja, aus einem circa 8 Meter tiefen Trichter tritt hier das Wasser aus der Erde und bildet hier die Lippe. Gerade habe ich mir noch Wasser von der Arminiusquelle gezapft und hier ist die Liboriusquelle. Jetzt geht es dann langsam raus aus Bad Liebspringe und dann das nächstgrößere Ziel ist Paderborn. Jetzt geht es hier gerade durch so eine Baumschule bzw. durch so ein Gärtnereigebiet. Ist auch interessant, was sie hier doch noch für große Bäume auch stehen haben. Die Parda ist Deutschlands kürzester Fluss. Jetzt fragt mich nicht, wie kurz er wirklich ist. Durchs Zentrum von Paderborn war eine Tortur.
rechts, links, geradeaus, hoch, runter. Wer sich sowas hat einfallen lassen. Meine Fresse. Ja, hier hinter den Sträuchern wäre der Padersee zu sehen. Finde ich immer schade, wenn man sowas zuwachsen lässt. Mein Grün ist schön. Aber Aussicht ist auch schön. Seit Paderborn geht es jetzt hier die ganze Zeit an den Lippeseen entlang. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier los ist. Ich fahre die ganze Zeit nur zickzack. Jede Menge Leute unterwegs. Und dann auch noch jede Menge davon, die meinen, die wären alleine unterwegs. Einfach so, mal eben nach rechts oder nach links. Ohne Handzeichen oder mal eben über die Schulter gucken. Egal, einfach fahren. Ich bin ja alleine hier. So was. Hier geht's gerade wieder. Einen kleinen Tipp: Spart euch das Stück an den Lippeseen am Wochenende bei schönem Wetter. Wahnsinn. Ja, da kam ich jetzt gerade durch Boke und ja, da war eine Domschenke. Da gab es einen lecker Domschenkeschnitzel. Musste jetzt sein. Auch wenn ich es gar nicht mehr ganz so weit habe jetzt. Weiß nicht. 15 Kilometer vielleicht. Bis zum Campingplatz. Schauen wir mal. Ja, wie sich die Landschaft geändert hat. Vom Teutoburger Wald zum Paderborner Land. Zelt steht schon wieder. Der erste Kaffee ist auch gekocht. Geduscht bin ich noch nicht. Aber erstmal Kaffee austrinken. Und dann gehe ich duschen. Ich habe hier noch ein relativ schattiges Plätzchen bekommen. Campingparadies zum Lippesee oder so ähnlich. Aber nicht günstig der Platz. Naja, schauen wir mal. Die Duschen sehen aber schon mal ganz gut aus. Und die Toiletten. Das ist ja das Wichtigste.